Also ich glaube, bis zum Hotelzimmer haben sie es immer noch nicht geglaubt. Und dann wollten wir da so reinsneaken. Und dann sagt der Typ so an der Rezeption, ihr nicht. Und ich schaue so, nein, nein, keine Frau. Ja, der war natürlich auch nicht blöd. Der wusste ganz genau, was da abgeht, ja. Hallo da draußen, mein Name ist Mia Julia. Und meistens mache ich Party mit euch. Seit wann singe ich denn? Seit 2012. Genau, 2012 habe ich angefangen zu singen. Also ich war früher schon mal im Kirchenchor als Kind, aber das zählt nicht. Also ich glaube, die meistgestellte Frage von irgendwelchen Nachrichten oder wenn ich im Live bin oder so, dann immer so, hast du wirklich ab und zu was mit Fans? Was ja wirklich so skandalös ist, weil ich habe das Gefühl, so Männer dürfen das und Frauen nicht so. Ich erzähle halt auch keinen Blödsinn. Ich erzähle halt auch mal zu viel vielleicht, sodass es manche Menschen schockiert. Aber ja, das kam tatsächlich schon mal vor. Das war, glaube ich, 2016, 17. Und ich singe so im alten Bereich und sehe einen auf dem Tisch stehen, voll am Abfeiern. Und ich denke mir so, sieht gut aus. Ich bin so ein Charakterficker, muss ich sagen. Charakterficker. Weißt du, da kann jemand aussehen wie Adonis. Wenn er Depp ist, ist er Depp. Ja? Und Sexiness kommt ja auch manchmal von ganz anderen Sachen, die man gar nicht erklären kann. Es ist auf einmal in der Luft. Und dann bei der Autogrammstunde kam er mit seinen vier Kumpels, also ich glaube, die waren zu fünft oder zu sechs, kamen sie dann vorbei für ein Foto. Und dann habe ich das Foto gemacht, habe noch so kurz geredet mit denen. Und die waren echt nett, ja, so coole lässige Jungs so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann markier mich drauf, wenn du es postest. Und dann war ich zu Hause. Hab geduscht, war im Bad und dann habe ich so ein bisschen geschaut, so bei Social Media so ein bisschen. Und dann sehe ich auf einmal so, da Ding, ich wurde markiert. Und dann habe ich genau ihn wieder gesehen und dann habe ich geschrieben so, yo, war schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht und so. Was macht ihr denn heute Abend noch? Ja, wir sind da und da, hier und da, bla bla bla, an der Playa. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir kommen auch noch mal an die Playa, wir wollten noch mal ein Bierchen trinken. Und dann sind Peter und ich da hingegangen und dann war es erst so, weil für sie war es so ein bisschen komisch, glaube ich, weil ich bin ja verheiratet mit Peter zusammen. Wir saßen da am Tisch als Pärchen und die haben sich dann so krampfhaft versucht zu benehmen, ja, weil sie da verstanden haben, okay, krass, sie ist verheiratet, ja. Und dann hat Peter irgendwann so durch die Blume angedeutet, ja, wir sind zwar verheiratet, aber gib ihm. So, dass wir halt nicht so dieses keusche Leben führen, dass wir nicht unbedingt monogam leben. Und es hat immer noch nicht Klick gemacht bei den Jungs. Also es war immer noch so, dass sie so sehr höflich waren, sehr zurückhaltend und so. Und dieser Wink war auch echt nur so ganz minimal von Peter. Und irgendjemand hat dann einen Witz über den einen am Tisch gebracht, über eine gewisse Körpergröße. Und dann hat Peter gesagt, ja, Freunde, also Mia ist da einfach zu neugierig. Und dann ging der Witz los. Und dann haben sie irgendwann gecheckt, okay, krass, diese zwei Menschen haben sie einfach nicht alle. Wir haben dann gesagt, wir kommen mit ins Hotelzimmer von den Jungs. Die hatten, glaube ich, zwei oder drei Hotelzimmer, immer Doppelzimmer. Also die Jungs waren ein bisschen überrannt. Ich glaube, sie waren auch ein bisschen geschockt, weil sie überhaupt nicht wussten, so, die verarschen uns gerade. Also ich glaube, bis zum Hotelzimmer haben sie es immer noch nicht geglaubt. Und dann wollten wir da so reinsneaken. Und dann sagt der Typ so an der Rezeption, ihr nicht. Und ich schaue so, nein, nein, keine Frau. Und ich so, hä? Also ich glaube, er dachte wirklich, ich bin eine Prostituierte vielleicht. Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall mir nicht erlaubt, mitzugehen. Und dann jetzt, komm, ey, ich muss oben nur schnell was abholen, habe ich gesagt. Hat er natürlich nicht geglaubt. Ja, der war natürlich auch nicht blöd. Er wusste ganz genau, was da abgeht, ja. Ich habe dann für ein paar Stunden ein Hotelzimmer gemietet. Überteuert, die haben mich abgezogen. Und es waren tatsächlich alle Zimmer irgendwie so recht nebeneinander. Und also meine Tür war quasi offen und die Jungs sind rein, raus. Es ging ab wie ein Taubenschlag, aber es waren halt auch fünf Jungs. So, schockt euch jetzt, gell? Aber ich kann nichts sagen. Das war ein sehr schöner Moment. Ich kann mich erinnern, auf dem Balkon ging es los und ich war vielleicht so ein bisschen in den Knien. Und ich kniete und links von mir sehe ich den Bierkönig. Ich hörte die feiernden Menschen und dachte, das ist es doch, Freunde. Das ist es doch. Es war einfach ein schöner Ausblick in dem Moment. Es war einfach perfekt. Es war nahezu perfekt. Das ist Mallorca. Also mein Mallorca halt. Es ist mein Leben. Für andere sieht es vielleicht nicht so aus.
für mich ist es ideal. Also für mich sieht so der ideale Urlaubstag aus. Gib mir die Flöte.